Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft. Ich bin der Onkel, wie immer, bin wieder bei Gast bei Cedespins. Hä, jetzt wollte ich dich ins Bild kriegen, wo bist ich du? Ich weiß, ich dreh mich, ich verarsch dich. Hallo, Leute. Und bei... Ich bin nicht von hier spielen. Und... Stimmt. Und... Darf ich? Ja. Und ja. Auch mit dabei ist, ich habe ehrlich gesagt Name vergessen, Entschuldigung. Andi. Von? Andreas. Lost in Park. Wenn ich öfters auf deinen Kanal gehe, dann weiß ich das. Vielleicht. Ja, genau. Ich bin wieder, wie gesagt, zu Gast und ich bin jetzt öfters zu Gast. Hihi, habe ich gesagt bekommen. Und jetzt baue ich mir hier mal was hin. Ich krieg mein eigenes kleines Kapuff. Und ich werde mal die hier beim Roden helfen. Ich wollte gerade sagen, nimm mir mein Holz nicht weg. Oh, nice Bäumchen. Zack, 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 zack. Oder ich werde jetzt auch mal meine Bude anfangen zu bauen. Da sind wir schon alle sehr gespannt. Okay, also die Grafikfehler im Wasser bitte nicht beachten. Wir sind gerade einfach so vom Shader. Ich habe jetzt einfach fix einen Shader downgeloadet, weil es mir ziemlich auf den Senkel ging. Dass ich keinen Shader hatte. Work as intended. Ja. So, ja. Jetzt müsste eigentlich erstmal genug Platz sein, oder? Ein paar Bäume stehen bleiben ist ja nicht schlecht. Huch. Warte, ich mach erstmal das Loch hier zu, das geht mir am Nerv. Habe ich schon gedacht, so. Ich habe eine schöne Höhle bei mir hier, aber. Nee, ich hab dir mal das Holz da hingeschmissen. Oh, das ist aber nett, danke. Nee, ich hau mir das Holz hier schon weg. Und ich hau mir dann die Bäume hin, wo ich sie gerne möchte. Oh. Und auch so, unter Wasser ist es so schön. Da bleibe ich jetzt und ertrinke. Viel Spaß. Aber ein was möchte ich nicht hören. Was? Dass du in irgendeiner Art und Weise Durst hast oder so. Das glaubt dir keiner. Durst auf Biertrinker-LP. Da mache ich jetzt keinen Witz drüber, weil das passt nämlich hier nicht so wirklich rein. Selbst den kenne ich. Also, den Kanal. Ja, der ist irgendwie auf seine Art und Weise echt cool. Auf seine Art und Weise wohlgemerkt. Oh nein, ich treibe das Wasser hinab. Au. Oh. So, der hat mich ja versucht, ganz am Anfang war der plötzlich der Spuk auf meinem Kanal und dann hat er mich versucht zu provozieren in den Kommentaren. Spuk auf dem Kanal? Hä? Naja, das sag ich jetzt lieber auch nicht. Du weißt doch, was er immer so gern sagt. Diese ganz anständigen Wörter. Ja. Mhm. Oder meinst du jetzt einen anderen Biertrinker? Nee, ich... Gibt's noch einen anderen? Ich sag dir, ich kenne den, aber das heißt nicht, dass ich ihn gucke. Ach so. Nein, das hat ja gar nichts mit Gucken zu tun, sondern auch, was er schreibt halt ständig. Ja, keine Ahnung. So gut kenne ich ihn dann auch nicht. Lili. So, ich brauche mehr Bäume. Den muss man auch nicht kennen. So. Habe ich jetzt erstmal genug Holz wieder? Ich glaube schon. So. Ich kann nie genug Holz haben. Weil so viel Holz glaubst du nicht. Oder vielleicht doch. Ja, die ganzen Büsche, die vorne habe ich da. Ja, Das Heslon-Dach muss weg. So. Erzähl, Onkel. Nochmal an die jetzt erst einschalten. Bei mir geht der Shader nicht, deswegen sieht mein Spiel so kacke aus. Live in the Woods. So. Ich wollte eigentlich noch was anderes erzählen, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ist trotzdem schön. Das Spiel. Ja, es ist halt dieses... für die Fragen gleich, weil das hatte ich schon damals bei unserem Minecraft-Let's Play gehabt. Mein Texture-Pack ist SwaxDB-Kraft. Oder wie das heißt. Spax pur DB, Specs. Genau. Specs. Specs. Da steht Spax. Spax-Schrauben. Spaggers. Spax. So. Nice. Das hat weniger gebraucht. So, alles rein da.
Ja, das finde ich aber eins der schönsten Packs, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, das so als Sexter Pack ist es richtig geil. Als Sexter Pack? Gibt's hier Nacksche? Hier hängt ein Baum in der Luft. Also das kann man nicht machen. Das kann man nicht lassen. Dann mach ihn weg. Hab ich. So, ich hab schon wieder Hunger. Aber ich hab nichts mehr. Warte mal. Ich hab nichts mehr zu essen. Habt ihr noch irgendwas drüben bei euch? Dann komm ich mal kurz rüber. Ja. Ja. Die kleine, links neben der Tür gleich, die kleine Kiste. Die kleine Kiste. So, was macht man, wie macht man das jetzt mit dem Dach hier? Das muss weg. Das Weiße weg und dann einfach mal weiter rausziehen. Genau. Und ja, so würde ich es machen. Also mache ich es, sagen wir mal so. Also du hattest gesagt, gleich links, ne? Links war das oder was? Rechts? Links. Wenn du reinkommst, links, die links. Kleine Kiste. Gut. Das sind diese Schüsseln. Ja, habe ich. Perfekt. Habe ich. Jetzt muss ich mal wieder voll fressen hier. Ja, das ist wirklich ein bisschen nervig bei dem Dings, dass du so viel essen musst. Ja. Ja. Aber das macht es aber auch interessant. Ja. Ja, ein bisschen essen. Okay, man könnte das jetzt leicht falsch interpretieren, das ist mir wohl eine Witze. Hey, was? Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Was, Andi? Ja, was ich gerade gebaut habe, ne, gibt etwas, so. Was man falsch interpretieren könnte. Ja, du baust immer so Sachen. Grenznahe. Am besten war dein geheimes Labor. Ja. Das war so witzig mit den Creepern. Doch. Ich hab doch... Oh, Mist. Oh, Mann. Bäume, ihr müsst wachsen. Was hast du, mein Baum? Ihr müsst einfach nur Bow liefen. Bidi, bidi, bidi. Holz, gib mir mehr Holz. Ach ja, Andi und ja. Demnächst... Ach, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, oder? Keine Ahnung. Habe ich schon wieder vergessen. Baumhaus ist bei mir dann angesagt. Okay. Und zwar, ich zeig's mal den Leuten kurz. Hier hinten. Oh Gott, das sieht man dann gar nicht. Da. Ach Quatsch, das war doch. Der ist noch gar nicht voll aufgebaut. Da hinten. Nutztaste C. Kommt das Baumhaus hin. Und jetzt gucke ich mal auf dem Weg beim Onkel vorbei. So Bauleitung und so. Mach's noch nicht. Bei mir ist noch nichts weiter passiert. Haha. Oh. Alles weggeholzt. Wo bist du denn schon wieder? Dann solltest du nicht bei mir vorbeischauen. Ich beobachte dich heimlich. Und du siehst mich nicht. Ach, da bist du doch. Du hast da einen Wasserfehler eingebaut. Was? Oh, den habe ich nicht. Das war ich nicht. Ey, dann war das auch der Markus. Ey, der kriegt sowas von Mecker von mir das nächste Mal, wenn er hier auftaucht. Das ist echt typisch. Markus, die Chaos. So, ich gehe mal hier über den Hügel und hol mir mal der Sand. Das ist ja nervig. Da muss ich dir mal eine coole Geschichte erzählen. Also, der Markus hat am Ende von einem LP von uns, von den Robinsons, hat er unser Haupthaus einfach angezündet. Also wir wollten eigentlich das LP noch gar nicht beenden. Und dann hat irgendwann das Haus lichterloh gebrannt, ja. Und dann habe ich mir gedacht so, ach jetzt scheiß drauf. Dann habe ich alles andere auch angezündet und habe behauptet, der Markus wäre es gewesen. Oh, die arme Biene. Und die Biene ist total ausgerastet. Oh, das hat sich gerade gepflanzt, läuft. Ja, das habt ihr jetzt live auf Sendung? Im Video? Ja, natürlich hat es ja dann sowieso gesehen bei mir im Video dann. Ach so. So, zipp, angezündet. Markus, was hast du hier schon wieder gemacht? Zipp, angezündet. Markus!
Markus, der Feuerteufel. Jetzt auch in Ihrem Kino. So, ich glaube, wir müssen dann mal langsam wieder schlafen gehen. So. Aber Mami, ich noch nicht müde sein. Oh, Apfel. Hey, Apo. Du hast dir dein Bett mitgenommen, oder, Onkel? Ja. Was eigentlich? Oh, ich habe doch Lava gefunden. Cool. Ja, habe ich. Bam. Aber bringt mir ja nichts, weil... Du kannst es auch mitten in die Pampa stellen und dich einfach reinlegen. Ja, aber ihr habt nicht auf Friendly. Verstehst du? Das bedeutet eigentlich nicht wirklich viel. Solange sie nicht zu nah bei dir sind, ist es worst. Stell es einfach mal kurz hin und leg dich rein. Geht's? Geht's nicht? Moment, geht's, ich muss geht's, was geht's, geht's nicht? Ja, Moment, geht's? Moment. Ja, geht. Moment. Ich liege. Okay. Dann müsste es gleich... Oh, guten Morgen. So. Gott, endlich aufgestanden hier, ja, echt. Schlafen ist echt nervig. Und immer wieder schön. Ja. Hier aus der Wohnung rauszukommen. Und die Sonnenstrahlen auf der Nase bitzeln zu haben. Die Sonne scheint mir auf den Bauch. Das soll sie auch. Wie heißt der kleine Pott, den die Biene gebastelt hat? Pottwal. Warte mal, ich schau gleich nach. Du brauchst einen Stick und 4 Eisen. Okay. Dann legst du den Stick ganz oben links hin und die 4 Eisen rechts daneben. So in einem Kreis. Wie so eine Pfanne. So ähnlich könnten wir das sehen. Oben links und dann. Und dann kannst du es irgendwie mit Shift-Klick, glaube ich, auf den Ofen draufstellen. Den Pott, oder? Genau, der Pott. Irgendein Pott. So, ey, wenn ich immer am Reden bin, dann kriege ich gar nichts mehr auf die Reihe. Also nie. Deswegen rede ich nicht viel. Bei Minecraft. Was für ein Let's Play ziemlich dumm ist. Sehr vorteilhaft. Sehr vorteilhaft. Alter. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch noch ein Grund, warum der Gronkh oft so einen Käse baut. Weil er zu viel redet. Der kann sich bestimmt auch nicht konzentrieren. Ja, das ist die Fähigkeit, die man besitzen sollte. Beides machen zu können. Man müsste halt weibliche Veranlagungen haben. Willst du das sagen, weg, das willst du sagen, dass Frauen bessere Let's Player sind? Nein. Ja, es gibt da schon jemand. So Honeyball finde ich extrem cool. Und das auch viele, nein, viele andere. Das hat nichts zu sagen. Honeyball, ich glaube, die kenne ich auch irgendwoher. Die hat zum Beispiel Gronkhs Texture Pack gemacht. Ach genau. Alles klar. MLG. Mache ich das so oder mache ich hier hin? Okay, ich muss mich rauf. Die Honeyball ist immer sehr geistreich. Finde ich gut. Ja, wenn ich mal die Zeit dazu finde, will ich mir auch sozusagen ein eigenes Texture Pack verändern. Wird ziemlich witzig aussehen dann. Das glaube ich dir sofort. So, jetzt warte mal, wie macht man das hier? So vielleicht? So, die Baumwachskultur fehlt hier noch. Es sollen hier mehr Bäume wachsen. Ich habe euch angepflanzt, also wachst. Nee, so gefällt mir das nicht. Vielleicht so? Das könnte nicht hinhauen. Ach, was mache ich denn hier überhaupt? Der Markus war auch hier. Komm, ich schau es jetzt hin. Das gibt's doch nicht. Ah, das habe ich mir genauso bei. Das muss ich sagen, das habe ich mir auch bei Gronkh so angewöhnt, mit den Stelzen an Dings. Das habe ich auch bei dem. Das gefällt mir am besten, so die Häuser zu bauen. Ja, so mache ich das auch mittlerweile. Wenn es auch cool rüberkommt. Warte mal, ich schau mal von hier. Ah, ich sehe schon. Achso, du meinst die Kanten? Ja, das mache ich normalerweise auch, aber wo ich hier das Haus angefangen habe, da hatten wir noch kein Holz, keine Axt. Obwohl, wenn ich das
Ja, ja, ich rede ja immer dazwischen, es tut mir leid. Nee, passt schon. Das muss so sein, das ist Standard. Du bist Gast, du darfst immer reden. Weil, wie ich das gerade bei der Biene, ich vergesse immer den Namen. Bienchen. Ja, es, an alle, es tut mir leid, ich werde euren Namen noch auswendig lernen. Ich sag einfach. Ich habe immer Namenmerken, also ich habe Probleme, mir Namen zu merken. Das ist, ja, ich ja. auch. Gesichter gehen einfach als Namen. Richtig. Obwohl Onkel ja recht einfach ist. Gefällt mir, weil jeder hat einen Onkel. Nee, aber gefällt mir sehr gut, wie das sie hat, weil die hat das ein bisschen weiter außen stehen. Aber nee, dann möchte ich das nicht nachmachen. Obwohl das schön aussieht. So, jetzt weiß ich noch nicht, wie ich das weitermache. Biene hat bestimmt nichts dagegen. Aber ich habe es dagegen. Ja, eben. Essen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das dann ausschaut. Ich bin auch mal gespannt, wie meins aussieht. Wasser. Eat fresh. Eat. Dubai? Brauche ich es ganz blub, ausnehmen? Blub. Grafikfehler überall. La la la. So, da habe ich schon mal die Grundfläche, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich das am besten bauen tue. Wie du das am besten bauen tust, da musst du mal gucken. Musst du mal ein bisschen überlegen, du. Und dann kannst du das auch schön aufbauen, du. Du, das weiß ich auch, ne? So, ach, Spitzhacke habe ich noch gar nicht. Mm. Ja, das bringt jetzt. Das schaut genauso bescheuert aus, ey. Irgendwie. Jetzt weiß ich, was noch fehlt. Erde? Boah, das gibt's doch nicht. Das fressen schon wieder bald alle. Oh, ich sollte auch mal wieder was essen. Da hinten gibt's Steine. Die sind gleich meine. Ich glaube, ich bin heute total das Reim immer. Da steht schon wieder eine Fackel. Also ich glaube, ja, hat jemand was vorgehabt. Ich, wie gesagt, das Erste, was ich mache, wenn das Ganze jetzt hier fetch ist, fetch. Ich gehe auf Markus seinen Kanal und schaue mir das Let's Play an, was der hier getrieben hat, ey. Der Kerl. Erstmal verprügeln dafür. Genau. Ich habe keine Spitzhacke, das habe ich vergessen. Du musst dir eine bauen. Ich weiß. Ich bin auch schon viel zu weit weg von zu Hause. Ach so, weil ich wollte mir jetzt gerade zu dir herkommen und dir eine hinschmeißen. Okay, dafür komme ich doch nochmal nach Hause. Au. Aber ist nur aus Stein. Das ist egal. Hauptsache was abhacken. Wenn ich dann Stein abgehackt habe, dann kann ich weitermachen. Hätte ich irgendwie, ja. Ich weiß, es gibt auch die Holzspitzhacke, aber... Rasende Geschwindigkeit. Mordsmäßige Geschwindigkeit. Ja, die rasende Geschwindigkeit hast du dein Haus hier noch nicht aufgebaut. Ich bin hier. Ah, da. So. Ist auch immer so cool, wenn man so ein Open-World-Spiel spielt. Dankeschön. Und dann sagt, wo bist du denn? Und dann hier. Das ist. Ja, das ist immer die beste Ortsangabe, ne? Wo bist du denn? Ja. Hier. Ja, wo ist hier? Ja, genau hier, wo ich bin. Ja, sag mal, wo darf man denn da? Genau hier, Mitte vom Radar. So, wer bist denn du? Na, ich? Nein, wer du bist? Ja, ich bin ich. Wer soll ich sonst sein? Da hatte ich vor kurzem bei WhatsApp irgendeine Handynummer, die ich nicht gekannt habe. Und da kam dann so, wer bist denn du? Da habe ich gesagt, wer bist denn du? Dann hat er gesagt, ich soll nicht mit einer Gegenfrage antworten. Das ist unhöflich. Dann habe ich gesagt, Dann habe ich gesagt, ja, wer bist denn du? Dann habe ich geschrieben, warte mal, was habe ich geschrieben? Oh. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Jetzt ich merke schon, es könnte länger dauern. auf jeden Fall wollte er wissen, wer ich bin. Da habe ich gesagt, das geht dich überhaupt nichts an. Das war bestimmt irgend so ein Abzocker, oder? Vielleicht. Keine Ahnung. Du hättest aber immer zurückschreiben sollen, deine Mama bin ich. Das weiß nur er. Ich bin Mami. Ich weiß, oder dass ich Gott oder der Tod. Was? Wir tun instant. Ja, easy.
Ich reck hier alle Bäume weg, ich schwör. So viel Holz verbrauche ich. Schwört doch. Ich schwöre. Voilà. Aber es wird hier nichts. Warum wird es hier nichts? Ich brauche echt jemanden anders, der das Dach macht. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ja, pass auf, ich baue dann mal mein Haus, du guckst dir mein Dach an und dann kann ich dir so basteln, falls es dir gefällt. Normalerweise kann ich das mit den Dächern, aber ich krieg's gerade überhaupt nicht gebacken. Ich schaue jetzt mal nach, was ich für die Carpenter-Blocks brauche. Gibt's Carpenter-Blocks? Geil. Brauchen nicht so viel, ne? Chill. Ach ja, nice. Ja, spawn erstmal, gerade wenn ich zurückkomme, ne? Leck mich. Oder, nee, Zimmermann meine ich. Ja, ist ja Carpenters-Blocks. Okay, ja. Gut, also da brauche ich für das, braucht man Bambus oder Stöcke. Alter, was steht denn hier alles rum? Und Block des Zimmermanns. Okay, und Block des Zimmermanns braucht man ein Holz und Stöcke. Ach, das ist ja... Das geht ja. Ja. Cool. Da legen wir doch gleich mal los. Jo, mei. Da mach ich... Jo, mei. Und die Sonne, die legt sich am Firmament und sagt auf Wiedersehen. Sagt schon wieder auf Wiedersehen? Ja. Und immer Sonne, an derselben Stelle. Nichts. Ja. Ist komisch. Die Sonne, die ist seltsam. Minecraft. Bei mir sieht es sowas von uninteressant aus, wenn die scheiß Sonne runter. Okay, dann werde ich mal hier, obwohl genau vor einer Höhle, ein Bett aufzubauen. Ja. Ist, glaube ich, dumm. Ach so? Nein. Ich habe gedacht, es ist schon wieder so weit. Ja, ist es ja auch. Was ist schon wieder soweit? Ja. Schlafen. Ja. Zeit und zu gehen. Ich es liege. War wunderschön. Ich okay, dann lege ich mich auch nochmal schlafen, bevor wir aufhören. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Na, an dieser Stelle möchte ich jetzt auch gerade keine Aufnahmepause machen. Ganz ehrlich. Okay, dann machen wir weiter. Nee, dann, ich meine, jetzt kannst du, also im Dunkeln meinte ich. Ach so. Ah, okay. Ach so, ja, dann bin ich jetzt auch dran hier mit, ja, ich habe ja angesagt. Ja, liebe Freunde, dann war's das heute für den Part Minecraft Live in the Woods zu Gast bei Cedis Bins. Und ja. Losch den Park. Genau, den auch. Und wir sind auch zu Gast bei Gamers Check LP Onkel. Also. Richtig. Tschüss, Leute. Tschüss.